Hallo YouTube. Geht's? Hey there, it's your partner, LJT. Now, I feel like we've... Ja, schwul oder schwül? Ah, schwul. Ja. Ja, ich weiß. Ein YouTube-Zuschauer. Bestimmt der André. Jo. Ja. Da kommt auch noch der Zug angefahren hier. Herr Pascal guckt auch zu. Was? Lady la la la. Lady oh la la. Scheiß Schlampe. Oh, hier kommen die Bullen. Ah, wegen dir schon wieder. Everything that
Was? Keine Ahnung. Los Santos. Mein Gott, Alter, wie fett man die einfach nur geworden ist. Boah, ist sie fett geworden. Deutschland tut den Superstar. Ja, am 13. Juni. Irgendwo in der Stadt. Beim Japaner. Yes. Ich höre die Backstreet Boys. Was denn? Ah, miese Andrea, dass deine Mutter dich nicht online zocken lässt mehr. Projekt Monster Stand abgeschlossen. Wie hast du das denn gemacht?
war gerade ein bisschen bei den Bullen hin. Tell JT, with some bad news. The document shop's completely out of supplies. Production's ground to a halt. Hey there. Oh, it's so. André, da musst du halb zugucken, wie wir zocken. Seine Mutter lässt ihn nicht mehr. Ja, hat er gerade hier drunter geschrieben. Hier ein bisschen Kirmes. Ey, im Bathweiler ist auch Kirmes, wa? Ja, ja. Irgend so ein Fest? Wald- und Wiesenfest. Okay. Ich fahr jetzt mit Motorrad, Alter. Ey, warum ist... Warum ist das heute zu? Warum ist die... Wo, die Achterbahn ist geschlossen. Keine Ahnung, ich hab die ist kaputt. Ey, ja, die ist kaputt. Ah ne, da hinten fährt die. Wohin? Ja, ich fahre mit Motorrad über Achterbahn. Ja, hallo. Ich schicke auch ständig diese Anrufe. Hi. Hat Angst. Fahr mit deiner scheiß Bahn hier. Hallo.
Heide. Ja, ich habe gedacht, du fährst jetzt doch eine Runde. Jo, ich stehe mit dem Motorrad hier rum, siehst du doch. Kö-Atlo. Hey, da unten fährst du ja. Ich fahr auch. Auf dich. Ja, Mann. Deswegen habe ich auch Motorrad. Nein. Jetzt bin ich rausgeflogen. Aber dieses scheiß Teil funktioniert nie, Alter, dieser Turm. Der Turm, der da vorne ist. Der hier vorne, der freie Fall da, der da. Der ist nie an, war, da kommt man nie drauf. Pascal geht Riesenrad. Alter, da kriegt die scheiß Müllbahn schon wieder.
Warte, wo ist diese komische Achterbahn? Ich sehe die nicht. Wo ist die? Ach, die ist erst da vorne. Nö, ich fahr. Auf der Schiene. Ich will gar nicht wissen, was jetzt passiert, wenn jetzt der Zug kommt. Und? Ich bin doch schon unten. LJT, you got a minute? I feel like our little enterprise is doing well, but it could be doing even weller. You know, if we upgraded the equipment. It's your outlay, so it's your call. But think about it. Klar, ich bin auf Dach gelandet. Was denkst du denn? Ja, und wie willst du auf das Dach kommen? Ja, wie willst du hier hochkommen? Hau rein. Ey, wo ist der Penner denn? Ich sehe dich. Da bist du. Ich will jetzt noch was zu essen machen, Digga, Alter, ja.
It's LJT with some bad news. The document shop's completely out of supplies. Production's ground to a halt. You want them up and running again, get them what they need. LJT, you got a minute? I feel like our little enterprise is doing well, but it could be doing even weller, you know, if we upgraded the equipment. It's your outlay, so it's your call. But think about it.
Ja. Wer ist denn hier noch drinne? Oh, was will der denn jetzt bei uns in der Sitzung? Okay. Warum? Warum denn? Ist auch hier hoch. Lass die Person mal da rausschmeißen. Auswerfen. Okay. Oh, Dirk, ist mir noch egal, ob du am Blauschernsee warst oder nicht. Ja. Und dann meckern sie alle rum, wenn sie Sonnenbrand haben. Hast du immer noch keinen? Okay. Ey, warum hauen die Leute denn hier alle ab? Na komm mal nach hier, Alter. Na lol. Ich gehe mal schnell auf Klo, ich komme jetzt wieder. It's LJT, with some bad news. The document shop's completely out of supplies. Production's ground to a halt. You want them up and running again, get them what they need.
Hey there, it's your partner, LJT. Now, I feel like we've kind of hit a ceiling with the business. If you want to break that profit ceiling, invest and upgrade the equipment. I'll leave that with you. Wo bist du? Die Bahn kommt jetzt gerade Richtung zu dir. Ja, Richtung Eingang. Deswegen halt, musst du warten, bis die Bahn weg ist. Und dann fährst du nach da. Formel 1 gucken. Alle gucken sie Formel 1, Alter. Also schwer da. Nein, du fährst anders, du fährst falsch rum. Hey, Bimmelbahn. Runtergefallen. Nee, passt da. Warte mal, da sitzt eine Fliege. Zack, Drecksvieh, jetzt bist du K.O. Ja, ich hab die gerade töte. Boah, ich muss das T-Shirt aus. Nee. Was bist du denn? Okay. Gucken, ob du den Sprung schaffst hier drauf. Wow. Zug kommt. Bläh. Jo, der Zug Kütter. Ah, Kütter, da Kütter. Keine Fahrgäste. Noch steht der.
fahr, weil der Zug müsste jetzt gleich losfahren. Jetzt musst du nur gucken, dass du da irgendwie rüberkommst. Ja, du bist doch schon da. Hier bin ich schon. Nein, fast. Deswegen sage ich ja, du musst von der anderen Seite fahren, ist besser. Ja, das ist schwer hier drauf zu kommen. Zu Fuß ist das einfach, aber mit dem Motorrad ist das echt schwer. Nein, Alter, jetzt bin ich schon runtergefallen. Nö, mein Motorrad liegt oben. Ich laufe jetzt einfach zu Fuß da hoch. Ich muss nur wissen, bist du drauf? Das ist eine Crossmaschine, Junge. Die ist vom Motorradclub. Ich muss nur warten, bis der scheiß Zug jetzt durch ist. Okay, warte, ich muss mal André einladen. Keine Ahnung, ich hoffe, ja. Ich soll den zur Party einladen. Ja, der ist online. Hat er seine Mutter überredet, dass er zocken darf. Geil. André, Einladung ist raus. Okay, jetzt ist der Zug durch. Jetzt laufe ich schnell da hoch. Nein, 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 nein. Oh nein. Mann. Schon wieder runtergeflogen. Ich probiere jetzt mal was anderes. Ich probiere jetzt von hier aus da hoch zu klettern. Zack, wieder oben. Ja, brauchst du ja nicht. Hey, da ist er ja. Ja, Mann. Rolli. Wir sind dich! Ich glaub's nicht, meine Mutter ist so ätzend. Warum? Ey, ich hab andauernd auf eingeredet, Alter. Ich wusste, irgendwann kommst du online, ich wusste das. Du hattest so ein Gefühl, ne? Ja, ich hab das gemerkt. Guck mal, bevor der Zug kam, Alter, bin ich hier schon unten, ey, siehst du? Pascal, komm mal mit, wir klettern mal ein bisschen hier hoch. Ein bisschen auf dem Dach klettern. Ja, aber ich glaube, ich muss André einladen. Hä? Mhm. Bist du unterwegs? Ja, ja. Ich bin schon bei euch in der Lobby. Hey. Boah, Alter, du bist wieder am Arsch der Welt gespawnt. Ja. Tut mir leid, ich kann dich leider jetzt nicht einladen, weil wir auf dem Kirmesplatz sind. Nimm einfach irgendeine, wenn du eine Mission von Lester hast, nimmst du die einfach an bis in dein Apartment.
Und André, hast du deine Shisha hier rauf? Ja, Mann. Ich gönn mir jetzt gleich auch noch mal eine. Es ist ein Angriff, ne? Was hast du? Fuck, da bin ich ja. Fuck, da bin ich. Scheiße. Wo? Erinnerst du dich noch an die eine Mission? Ja. Ich bin genau an der Stelle. Fuck, fällt mir jetzt erst auf. Ey, der hat meinen Wegpunkt weggemacht. Keiner. Das Platz. Yep. Ich darf erstmal 7 Minuten fahren. Ja, André, ich bin genau auf meiner Melle. Ja? Ja, Mann. Wer guckt denn jetzt da noch zu? Ja, keine Ahnung. Bestimmt der Hohohoho-Wald. Fuck. Hast du nicht schon gesagt, du wolltest doch gucken? Hey, ich wollte zu Ende gucken! Oh, oh. Juck mich nicht. Ey, André, du bist echt ein fieses Arschloch. Kannst du laut sagen. Na, sag ich schon, Dirk guckt noch zu. Ich darf jetzt noch über 5 Kilometer fahren, Mann. Leck mich doch am Sack. Nein, mal gucken, ob der uns findet, wa? Pascal, meinst du, er findet uns? Digga, ich hab dein Stream geguckt, ich weiß, wo ihr seid. Na und? Wir können aber ganz schnell woanders stehen. Ey, ich kenne euch, ihr werdet mich sofort abknallen. Nö. Ja, ja, kann jeder sagen. Ist so. Warum sollen wir knallen? Ich muss verzetten, aber ich gehe nicht. Er hat noch Zeit, ich muss noch 3 Kilometer fahren. Ja. Ey Pascal, kletterst du mit? Hier, guck mal hier. Hier hinten ist so ein komisches Zelt. Da kannst du auch drauf klettern. Ja. Aber du hattest echt ein Gefühl, wa? Digga. Okay. Ich meine jetzt, dass ich zacken komme. Ja, ja, aber ich meine gerade Dirk. Oh, ey, Pascal, Dirk hat sich jetzt auch so ein Ding geholt. Na, das Teil, was ich hab. Diesen Spinner. Spinner. Ja. Oh, nee. Ich habe ja auch so einen Teil. André hat angefangen damit. Ja, ne? Macht aber voll Spaß, Alter. Und ich weiß, das regt Stress auf. Na, ich sehe was, da kommt was im Anmarsch. Ja, ja.
Ja, Mann. Scheiße. Clash of Clans geht gerade sowas von auf uns ab. Boah, Alter, mein bester Freund, Alter. Von meinem besten Freund, der Freund, Alter, ist tot. 5.6. Boah. Da war ich eben da auch drauf. André ist jetzt am Überlegen. Hier sind die da hochgekommen. Was? Ja. Ich hab's gerade nicht verstanden. Hey, André. Oh. Wo bist du? Ne, wir sind aber da nicht hochgeklettert. Wir sind mit Maschinen hochgefahren, guck doch. Hauptsache ich bin oben, ne? Und das da vorne ist Pascal seine Maschine. Na, kletter mal da. Muss man ein Zelt hochklettern hier. Da, an dem Zelt. An dem Zelt? Hier das! Was machst du da für einen Scheiß? Fall auf die Fresse fliegen! Ey Pascal, warum machst du dir das so schwer? Hier hinten ist eine Ecke, da kannst du hochklettern. Ja. Ja. Da bin ich auch hochgekommen. Yo. Yo. Ist klar, immer hier auf Leuten schießen. Geht mal gar nicht. Ich hab da ja keine Waffe in der Hand. Hier, hinten! Und hier ist mein Charakter, Jung. Und gib den bei Instagram ab. Warum folgen mir da voll viele Weiber, Alter? Korrekt, ich hab's geschafft bis auf die Spitze. Ey. Von mir hat funktioniert. Ich. Ich muss mal auf das graue Ding springen. Habe ich schon gerade gemacht, aber ich bin runtergefallen. Hey, ich bin oben. Ach, bin ich wieder unten. Ich fahr jetzt auch. Pascal, was mit deiner Maschine hier oben? Ja doch, sag André soll sie runterholen. Ich bin oben. Ja, nimm mal die Maschine vom Pastration. Braucht jemand eine Maschine? Ja, ist Pascal seine. Hallo. Bist du dann?
Na komm, deine Maschine holen. Hey, wer schafft es denn, auf den Zelt zu klettern? Keiner, ne? Ich probier's mal. Warum? Ich bin doch oben. Guck mal, ich stehe oben. Also, ich habe es geschafft. Ich kann sogar am Rand vorbeilaufen. Jetzt bin ich runtergesprungen. Ich bin gerade runtergefallen. Das macht voll Fun, Alter. Hey, ich hab's geschafft auf die andere Seite und dann bin ich runtergefallen. Ey, du hast kein Foto gemacht von mir, du Arschloch. Dieser Typ. Der hat einfach Fotos gemacht von mir. Wie ich runtergefallen bin. Dieser Penner. Falsch. Ich da hinten. Hallo. Hey, ich stehe schon wieder in der Mitte. Jawohl, ich hab's geschafft, auf die andere Seite zu springen. Ich hab Bullen am Arsch. Deswegen verstecke ich mich gerade, die Bullen kommen da. Ich bin vom Radar verschwunden. Warum bist du vom Radar verschwunden? Ruf mal Lester an. Da weißt du Bescheid. Wo ist der Penner? André ist weg. Der ist vom Radar verschwunden, der hat Lester angerufen. Und dann einfach vom Radar verschwinden. So, da bin ich wieder. Muss noch, dann weißt du schon Bescheid. Dann weißt du schon Bescheid, wer fährt. Was? Ich bin in meinen Apartment. Läuft bei dir. Ja, war. Also mich findet keiner. Ja, dann such mich mal. Ich sehe dich. Ich sehe gerade, dass du in die Seitenstraße reinfährst.
Katze-Maus spielen. Gesprungen. Gerade ein bisschen Arbeit. Keine Ahnung. Wo ist denn der? Ach, da hinten ist der. Ich sehe den. Ja. Pascal. Ich sehe, dass er Handgranaten wirft. Ich sehe dich. Hauptsache, der fährt da hinten runter. Der Aue Piefke. Kommst du mal auf den heißen Hund? Ja, Mann. Pascal, findest du mich immer noch nicht? Muss mal zurückkommen. Ich balanciere die ganze Zeit hier übers Dach. Einladung zum Stand dran. Stunden von Alter. Na danke. Hey, du fährst ja weg. Haha, ich bin hier hinten. Ich bin doch hier hinten. Steh doch hier. Ich hab den Headshot verpasst, oh. Den Typen auf dem Parkplatz. Ja. Yep. Ja, Mann, du musst hier hinten hochklettern. Geh mal hier hinten. Hier hinten um die Ecke ist ein Regenschirm, da musst du hochklettern. Ja, Mann, die kannst du über das, fast das ganze Dach laufen. Bis hier kannst du laufen, weiter kannst du nicht laufen, sonst fällt's runter. Guck mal, hier kann sich auch verstecken. LJT. Oh, scheiß Bullen kommen da, Alter. Ich hab Bullen am Arsch. Wer? Warum? Ich hab ein CEO-Auto gefunden. Gehört komm mal damit zufällig? Ja, komm mal damit bis zum Kirmesplatz. Kann ich dir sagen, ob das ein CSO-Auto ist.
Okay. Ich habe keine Bullen mehr. Ich hole jetzt mal mein Motorrad hier hinten raus. Ich versuch's nicht zu schrotten. Leise, ich hab die Bullen. Du hast mit Hubschrauber, Alter. Der Hubschrauber, der kreiselt hier. Hauptsache, der kommt mit dem Auto von mir an. Geil. Ey, Digga, Alter, du kommst mit meinem Auto. Echt jetzt? Ja, Mann. Warte, bleib stehen. Ja, das ist das Auto von mir. Kann ich aufsteigen? Nö, kannst ruhig damit fahren. Das kannst du eh nicht in die Garage stellen. Wieso? Ah ja. Alter, zwei Hubschrauber fliegen da rum. Ja, ja, sag ich ja. Alter, wir haben ja schon wieder fünf vor neun, Alter. Wie schnell die Zeit einfach nur flöten geht. Ich hab 20 für 6. Was hast du? Ich hab von mir 20 für 6. Ja, aber wie die Zeit verflöten geht. Ja, Mann. Ich mach mir jetzt schnell meinen Kopf, Alter. Mach das. Wow. Whatever, dude. Weißt du, dass ich auch deine Fahrzeuge auch mit benutzen kann? Ich stehe da noch mal lang da hinten. Ohne Scheiß. Jetzt auch schnell gehen muss. Ich kann jetzt auch meine Motorhaube öffnen, Alter.
Ich muss sagen, schon geiler Motor dran. What the fuck? Ich hab keine Motorhaube mehr. Lass mal zum Apartment fahren. It's LJT. Und der Cousin ist auch noch da, Mann. Bin wieder da. Mein Cousin ist auch noch hier, ne? Wer ist drin?
Dein Cousin, Marvin. Dein Vater, oder was? Naja. Wie läuft denn da mit so einem komischen Anzug? Nochmal ins Auto einsteigen. Das ist schon weg, der. Warum, wenn du den Stift haben willst? Mom, ich muss auch lernen, mich zu bewegen, ja? Hör auf! Sonst hast du da irgendwo anders hängen. Gaborite. Nur weil ich Schokokrossi bin, Alter. Was? Nein. Meine Mutter nennt mich Schokokrossi. Ja, siehst ja auch so aus. Woher willst du wissen, wie braun ich bin? Tja. Erstmal ein bisschen umgucken. Reiche. Hä? Mach du mal. Es ist okay, wenn ich das Radio ausmache. Mach doch. Ich bekämpfe mich erstmal. Ich bin jetzt dein Fernseher. Mach du mal. Ey, ich habe eine schöne Sendung. Ja, ich bin in Garage. Mein Charakter kommt schon mal gedröhnt zu dir. Scholz. Oh.
Mein Charakter ist zu gedröhnt, ey. Taktus! Ein Taktus! Das ist ganz voll in der Nähe. Taktus! Ja. Ja, hier ich auch hin, am Wochenende, Taktus. Dieses Wochenende? Mal gucken, ich denke mal ja. Ist denn, weil Michelle hat mich schon, Michelle hat mich schon gefragt, ob ich komme. Ist das jetzt hier ein Herz Taktus? Meinst du jetzt das? Ja, ja. Oh. Laufen. Ja, warum Freitag? Ach, ist mir doch Latte. Ich gehe ja Freitag dahin. Freitag habe ich frei. Ich gehe Freitag dahin, weil Michelle ist da. Und so, ich habe ja Geburtstag, von daher gehe ich auch dahin. Guck mal, Alter, wie viele einfach nur in Kleibos waren. Hauptsache, ich bin auf... Hä? Guck mal. Alter, das ganze Ding ist voll, Alter. Da waren auch viele, Alter, die ich kenne. Was? Ja, sicher, ich bin einmal komplett durch. Apartment verlassen. Sonja so, Hammes. So. Okay, ist das Apartment. Ich kann mir das Apartment jetzt leisten, Alter. Das, was du hast. Aber ich kauf's mir nicht. Dein Cousin steht noch mit draußen. Was will jetzt dein Cousin? Was will jetzt dein Cousin von mir, Mann? Ich fahre Richtung meinem Apartment. Ist das so ein grünes? Das ist ein Cousin. Ah, Abwoch.
Ah, Abbruch. Hallo Gangster. Hallo Gangster. Mein Bruder. Tabletten hier. Muddeldoddel? Ja. Weil du hast zu viel reingemacht. Bei deiner E-Pfeife? Sei dann, wenn wieder alle machen, dafür eine Scheiße. Warum ist dein Cousin bei uns drinne? Weg mir, Mucka. Das ist doch nicht. Ich bin Rang 45. 44, hab ich doch gesagt. Du hast 45 gesagt. Sorry. Perfekt, Alter. Geh doch mal aus dem Bild. Gut, denn?
Ich hebe nur ein Stück Fleisch hier hoch, ja? Hey, hier ist One von TPI. Guck mal, die sitzt hier, Hauptsache, die sind da oben, Alter. Ja, dein Cousin. You need something, huh? One of your rides? Let me know. I'll get there as soon as I can. Hubschrauber. Ja, dann keine Ahnung. Was tobst du mich hier an? Soll ich dir die Scheibe kaputt treten? Piemel. André. Boah, jetzt reicht's mir. Jetzt hol ich mein Kuruma. Ey, André. Nein, ich mach nichts. Komm mal mit. Ich zeig dir mal einen Glitch. Einen guten Geheimversteck. Komm mal mit. Pascal kennt den ja schon. Muss aber bremsen. Komm mal mit. Komm mal, siehst du mich noch? Hä? Ich versteh's jetzt nicht ganz. Siehst du mich nicht mehr? Jetzt was? Nein, wie hast du das gemacht? Ich bin einfach runtergesprungen. Wie das denn bitte? Ah, ich falle. Ja, Mann. Hä? Ich versteh's jetzt nicht. Hau rein, Mann. Ich bin schon wieder draußen. Ach so. Ich sag doch, du musst einfach nur runterspringen. Oi, ich bin irgendwo in der Garage, Alter. Ja, ich würde mir fast den Montag nach Hause hoch. Du bist in der Messe rein, ne? Also fahren wir. Ich könnte bei dir morgen nach Hause fahren, nochmal bei den Kindern reingehen. Haha, ey, dein Cousin sucht jetzt den Weg hier rein. Ja. Wie komme ich hier wieder raus? Da ist eine Garage, da kannst du rausgehen. Alter, ich muss ernsthaft mal weniger rauchen, Alter. Ist auch eine Tiefgarage. Ja, Mann. André wusste das gar nicht mehr. Du bist auf mein Motorrad gekommen. Nein! Du bist mit dem Motorrad gekommen. Das ist Marvin, der mit dem Motorrad gekommen ist. Mit dem roten, das war Pascal. Hauptsache, dein Cousin geht im Passivmodus, Alter.
Alter. Ich hab ja. Haha, jetzt kommt er aber nicht mehr raus. Er kommt nicht mehr raus. Du Arsch, warum schubst du mich runter? Hier unten. Nö. Cool, ich war gerade, ey, ich bin in der Garage. Haha, der kommt nicht mehr raus. Geil, Alter, der fährt die ganze Zeit hier rum und kommt nicht mehr raus. Tja, Marvin, hier ist der Ausgang. Oh, er hat es doch geschafft rauszukommen. Ja. Oh, gibt er direkt wieder einen Passivmodus.
Komm, wir fahren mal so über die Straßen. Wer? LJT, you got a minute? I feel like our little enterprise is doing well, but it could be doing even weller. You know, if we upgrade the equipment. It's your outlay, so it's your call. But think about it. Ja, weil der auf einmal auf Passivmodus gegangen ist. Pass auf, der kommt wieder. Darf ich mitmachen? Digga. Nö, ist jetzt wieder im Passivmodus gegangen. Pussy, Pussy. Was denn da noch die Bullen am Arsch? Ich hab den Arsch. Pascal hat die auch. Ich muss mich verstecken, ich hab Bullen. Ich muss auch weg. Nö, ich hab mich hinter so einen Pfeiler gestellt. Ja, da kommt er ja nicht, er hat Angst. Weil wir sind zu dritt, er ist alleine. Nö, ich mach ja nix. Marvin hat mich verlassen. Oh. Fuck. Was ist da gerade in die Luft gegangen? Weil andere die auf sich gelenkt hat. Ich hinfahr vor die Garage. Okay. Nö, ich nicht, ich fahr ja hier draußen. Ich fahr's auch nicht. Frag mal so ein Bulle.
Der ist nämlich eben im Auto da durchgefahren. Die steht. Guck! Wo? Hallo, wo? Warum liegt deine Tür? Warum liegt deine Tür hier? Warum hast du keine Tür? Weil du keine Türe mehr drin hast. Nee, ich war doch draußen. Kann gar nicht sein, weil ich vor der Garage stand. Frag doch André. Frag doch André, dass ich nicht bei dir in der Ecke war. Nee, war er nicht. Hab ich schon gesagt, ich war das nicht. Ich finde das nur lustig, dass da eine Türe da liegt. Nö, der kommt nicht mehr, hat der gesagt. Nö. Ja, 95. Was hat denn der für ein Penis? Ich fahr mir jetzt einen Bundeswehr-LKW holen. Ja, hier bei die Dingens hier. Schwarz-Gelbes? Kann nicht sein. Weil ich bin... Nein. Ich war gerade mit dem LKW. War es komplett gelb und dann schwarz? Heißt, das ist doch schwarz. Und hier war es halt oben schwarz, unten gelb. Nee, nee. Ich hab irgendwie voll Bock auf eine Mission, Alter. Alter, geil, ich hab eine Garage gefunden. Da kann man sich verstecken drin. Digga. Dein Ernst? Ich hab keine Bullen. Hier ist die Garage. Kann man sich verstecken drinne. Ich kletter mal auf dem Dach. Oh, da geht's ja noch höher. Alter, wie hoch geht das? Junge. So hoch wie es halt ist, ne? Junge, das geht ja noch höher. Weg. Boah, es hat eine geile Aussicht von hier, Alter. Heck, mehr Mucka. Wunderhin. Danke. Bitteschön. Ich muss mal meinen Wecker anmachen, sonst verpenne ich morgen. So. Nö. Hab ich auch schon gemerkt. So, dann knall ich. Ja, dann nimm irgendwelche Missionen an, die dir geschickt werden. Warte. Warte, Job spielen.
dann trennen. Guck mal, ich hab das Spiel verlassen, siehst du? Ich? Ja. Ja, hallo. Hallo. Muss nur noch Pascal annehmen. Der Piemel. Ah, da kommt noch welcher. Ist aber auf geschlossen. Also kann keiner reinkommen. Aber da kommen aber welche rein. Ja, und die gehen aber auch ganz schnell wieder. Die Strecke sieht eigentlich ganz gut aus. Ja. Digga, ich rauch für dich mit, ja. Ja, Mann. Tja, du musst mal mit Tabak nach hier kommen, Alter. Donnerstag oder so. Rauchen wir zusammen. Können wir machen, Mann. Bleibt der Nielsen denn? Aslo! Der könnte der Nikolaus. Zwei Stunden live, Alter. Wie zwei Stunden live? YouTube. Respekt, Alter. Das ist doch harmlos. Ich habe mal mit Pascal fast 10 Stunden. Ja, ich habe nur Samstag letzte Woche. Wenn er jetzt den Schritt out, dann starte ich das alleine. Kann er mich am Arsch lecken. Ich spiele so lange mit meinen Fingerspin. Das ist echt so. Der macht wenigstens auch noch ein bisschen Luft. Alter, Marvin, du brauchst gar nicht beizutreten. Jetzt direkt wieder gehen. Auf Wiedersehen. Was ist mit Pascal los? Keine Ahnung.
Weil er jetzt gerade rausgegangen ist. Was keine da? Ahnung. Vielleicht kommt er jetzt wieder. Kann ja sein, dass er wieder Internetprobleme hat. Kann auch sein. Montag, Dienstag, Mittwoch, Schule, Alter. Na, Internetprobleme. Hat der geschrieben oder was? Weil er ist schon wieder drin. Ah, da ist er. Seid ihr heute ein bisschen gaga? Pascal müsste jetzt noch annehmen. Hallo? Frag mich nicht. Stand es auch gerade. Oh, dein Cousin ist beigetreten. Ja, dein Cousin ist beigetreten. Was sagt Vater? Ey, war ich nicht eben Rang 125? Ja. Jetzt bin ich 126. Ne, ich bin 126, Pascal. Ja. Obwohl ich ja nichts mehr gemacht habe. Man kriegt auch einfach so HP, ne? Alter, was ist das denn für Schrottkarren? Wie kann man jetzt in den eigenen Karren auch, Was? Okay, ich hab mein Auto. Boah, Fliege, du gehst mir gerade auf den Sack, ey. Oh, ich hab 100% Akku. Toll, dann kann ich mein Handy ausstecken, kann ich meinen Controller einstecken. Pascal mit seiner. Alter, ihr fahrt. Ey, die fahren ab. Dein Cousin hat eine schlechte Verbindung, Alter. Das Spiel hängt die ganze Zeit. Ja, Mann. Deswegen bin ich auch letzter. Das Spiel ist voll am Hängen. Ist so. Keine Ahnung, ich bin die Strecke auch noch nicht gefahren. Ich habe die einfach ausgesucht. Alter, wenn gleich das große Ende noch mit bei ist, ne? Alter Schwede. Das vier Runden, ne? Ja, Mann. Ohne Verkehr, Alter, wäre das langweilig. Ja, Mann. Ich habe extra Verkehr angelassen. Oh, Space, ich habe keine Zeit. Ich bin am Fahren. Siehst du doch. Kommt die Karre denn jetzt her? Das Militär-Update, Alter. Ich bezahle doch keine 50 Euro fürs Militär-Update. Kann ich mal am Arsch lecken.
Ja, Junge, das ist voll schlimm. Ich hab gedacht, das ist irgendwas mit Motorrädern, Alter. Weil dann würde ich, dann könnte ich super fahren, Alter, aber so. Ey, muss mal versuchen auszusteigen. Ich bin gerade ausgestiegen. Ich hab mir ein anderes Auto genommen. Keine Ahnung, ich hab nicht. Nee, ich kann nicht mehr aussteigen. Ich konnte gerade eben aussteigen. Weil das Spiel am Liken war, dann bin ich einfach ausgestiegen. Ey, dein Cousin geht mir gerade sowas von auf den Sack. Rammen einfach von der Straße. Space. Dann geh mal bei YouTube, dann guckst du mal. Die Leute haben das schon gesagt, Alter, dass das Update 50 Euro kostet. Also die Strecke fast. Also die Straße. Zu teuer, Alter. Ja, da kommt ja dieses Militär-Update. Also, ja, also dieses Rennen fahre ich nicht nochmal. Ja, Mann, auf keinen Fall. Weil. Richtig scheiße. Ich auch nicht. Ihr könnt nach Hause fahren. Ihr könnt nach Hause fahren. Und da ist der Niesen. Der Niesen. Da ist der Niesen. Mensch! Da. Ich hab's ja gesagt, das war das erste und das letzte Mal, dass ich die Strecke fahre. Die ist voll klein, ja. Alter. Ich hab gedacht, ja. Das ist irgendwas mit Looping oder so. Ist halt echt so. Alter, wenn gleich das große M kommt, ne? Gleich hier nach dem Dingens. Ey. Locker, ich schaff das nicht mehr, Mann. Hast du nur noch zwei Dinger? Ich schaff das nicht mehr. Nee. War zu kurzfristig. Fristig. Und wenig RPs. Ja, Mann. Ich mach trotzdem Daumen nach oben. Dafür gibt's wenigstens RPs, Alter. Ey, ich hab. Hier ist was mit Motorrädern. Hier. Nee. Ich hoffe, dann eine gute Strecke, Alter. Und ich bin wieder freier Modus. Ich will's hoffen nicht. Warum bist du frei im Modus? Weil ich das Zeichen von. Wo denn? Du bist da drin. Oh, die ist groß. Die ist groß, die Strecke. Ja, das ist gerade.
Boah, was für geile Shoppers, Alter. Ja. Ich habe auch schon ausgesucht. Ich bin bereit. Ich auch. Ich habe die geilste Karre überhaupt. Oh, guck mal. Porno grün. Ihr habt alle so hässliche Karren, Alter. Ich nicht. Boah, Marvin, Alter. Ha, alle fahren sie falsch. Außer ich. Ich hoffe nicht. Und ich. Fuck, Alter. Die Kurve zu groß genommen, Alter. Ich weiß gar nicht, wie viele Runden das jetzt waren. Hat da irgendeiner geguckt? Nee. Nee. Ich glaube, das können keine 4 Runden gewesen sein. Da steht Position 1 von 4. Oh, jetzt kommt wieder ein scheiß Schar. Alter, wir fahren über die Autobahn. Oder? Ne, doch nicht. Ja, ist klar, Mann. Was denn? Marvin schubst mich gegen die Wand und ich sterbe. Oha. Aber das hat dir nicht angezeigt, dass du gestorben bist. Das ist dir nicht angezeigt worden. Leute, auch wenn ihr mir jetzt alles schreibt, Alter, ich kann nicht zurückschreiben. Ich bin am Fahren. Oha, Alter, Junge, auch noch am Wasser vorbeifahren hier. Alter, André, wir fahren an unserer Staumauer vorbei. Ja, Mann. Wo wir gestern waren. Ja. Mit Fallschirm. Fertig. Geil. Geile Runde, Alter. Ah, André, die müsstest du aber schaffen. Ja, als Aha, letztes. Marvin ist gegen die Mauer gefahren. Ja, 3920. Ich hab 12:30. Ja, weil du auch. Ja. Ich bin extra mit so einer komischen Maschine gefahren, aber. Ey! Fahrradtour? Oder Motorrad? Ja, okay, jetzt ist es schwer. Ich hab meinen eben auch schon gemacht. Aber Pascal, die scheiß 3 Tage, die schaffen wir auch. Schaff mal locker. Sind nur 3 Tage. Alter, ich bin aber kein Horst. Fuck, Alter. Nee, zu schlecht. Alter, oha, die Strecke ist voll groß. Alter, hätte ich das gewusst, dass die Strecke so groß ist, hätte ich das gar nicht gemacht. Oh,
Alter, da kommen immer mehr. 20. Alter, wir sind schon bei 20 Leute, Alter. Oha, Junge, Junge. Fuck. Also da Erster zu werden, ist schwer. 22. 23. Ne, da tritt gerade wieder einer bei. 23. 21. Alter, kann er jetzt mal kann das mal starten? Tschüss, Junge. Okay, es wird gestartet mit 22 Fahrradfahrer. Alter Schwede. Ja. Unter dir. Ich stehe ganz oben. Ich stehe ganz oben. Oha, jetzt suche ich mir erstmal mein Fahrrad aus. Ey, korrekt, da gibt es ein Elektrobike. Ich fahre mit Elektrobike. Ich bin bereit. Noch nicht bestätigt, bestätigt. Noch nicht. Bereit. Noch nicht bereit. Bereit. Noch nicht bereit. Alter. Au, Ruhe. Jetzt kann das was werden. Ja. Da hat schon wieder einer das Spiel verlassen. Umso besser. 21 Fahrradfahrer fahren wie die Bekloppten über die Straßen von Los Santos. Ja, Mann. Noch einer hat das Spiel verlassen. Na, haben wir nur noch 20 Leute. Mit einer Klingel. Alter, guck dir das mal an. Alle am Klingeln. Hallo? Warum startet das nicht? Ah, jetzt. Ist so. Wer fährt denn hier vor mir? Ah, ich hab Marvin überholt. Ich bin 8er. Ich bin 16er. 15er. Alter. Ich bin jetzt hier alleine hier drin. Nein, Alter, ich bin gestorben. Ich bin jetzt... Ich bin 18er. 17er. Ja, du bist auch ganz vorne gespawnt, ne? Doch, am Anfang bist du ganz vorne gespawnt, wetten? Klar, sonst kannst du nicht 7er sein. Ah, wieder einer verlassen. Alter, ich bin alleine, ne? Wie, du bist alleine? Ja, Mann. Fährst du nicht? Hä? Bist du nicht bei uns drin, ne? Anscheinend nicht. Hey, du warst doch eben bei uns mit. Du warst doch eben hier mit drinne. Ja, ich wurde rausgeschmissen aus irgendeinem Grund. Okay. Bist jetzt allein? Bist du jetzt alleine in einer Sitzung? Ja, Mann. Lol. Halt alleine in irgendeinem Rennen, Alter. In diesem Radrennen. Mach ich halt alleine zu Ende. Au, Alter, ich hol dir keinen mehr ein, Alter. Oh. Oh. Das ist miese.
Tour de France. Und weiter geht's. Alter, die sind alle so weit oben, Alter. Da war ich gerade eben auch. Marvin hat das Spiel verlassen. Ich fahre die Runde zu Ende, Alter. Aber nicht, wenn ich jedes Mal gegen die scheiß Laterne fahre. Position 14. Ja. Da sind doch eh nur noch 16 Leute. Oh, ich habe keinen Bock auf dieses Scheiße. Ich gehe da raus, aber... Ich fahre noch mein Rennen schnell zu Ende. Ich gehe raus. Ich muss danach eh so das Tor aufhören. Weil ich morgen wieder Schule hab. Ja, da wird immer Zeit, dass du ins Bett gehst. Tja, deswegen bin ich auch direkt rausgegangen. Yeah, freu dich, du Arschloch. Wenn man quer gegangen ist, du Wichser. Ja, du musst ja wieder so kommen, Alter. Leer geht leer, Arschkarte, Alter. Was ist denn dein Kopf an, Alter? Ich? Jetzt gehe ich noch, zeige ich noch schnell Geld ein. Mach du mal. Mache... Scheiß mal auf Flugzeugrennen. Ich bin wieder freier Modus, Alter. Ich auch. Wer trinkt sich denn ein Bier? Huh? It's LJT with some bad news. The document shop's completely out of supplies. Wer trinkt denn ein Bier? Ja? Leute. Uh-huh. Boah, Junge, meine Sitzung ist voll. Ich fahr erstmal die Lobby wieder leer, Alter. Ich glaube, meine Lobby ist leer. Die Verbindung ist unbekannten Netzfehlern nicht mehr besitzbar. Also ich bin raus aus der Sitzung. Du hättest direkt im Offline-Modus geschmissen, was ist das für ein Scheiß? Alter, ich mach noch schnell eine Mission mit Martin, Mann. Danach geh ich ins Bett, Alter. Weil lass die Hände über die Decke, ja? Nicht so viel rubbel machen. Nee. Ja, das sagen sie dann alle. Danach sind sie schwanger. Ich heiße nicht niesen. Dankeschön. Scheiße, ich Pascal niesen. Die alte Bumsnudel.
Ich? Bei mir läuft noch ein Event. Ich hab 33 Leute drin. Jo. Jo, ich mach die gerade leer. Machen wir mal das Datum mal wieder richtig. Oh, hat jetzt gerade nicht geklappt. Muss ich nochmal machen. Ein paar Minuten warten. Alter, was ist hier los? Die pumpt auf einmal alles. Alter, warum funktioniert das denn jetzt nicht mehr? Zum Schwarzen. Wo bei dir? Bei mir ist alles trocken. Aue, aue, aue. Der Aue ist schlafen bestimmt. Ja. Ja, war mir klar, die Leute gucken alle Formel 1. Ah, jetzt ist die Lobby leer. Monique so, sagt die gerade, ja, dann mach doch Gruppenanruf. Ne, ja, ich soll ja anrufen. In der Gruppe. Nö, ne, ich mach den Anruf. Ich lass dich extra raus, ja. Kannst ja irgendwann mal... Ja, Meckertante. Wieso Meckertante? Ja, hat man ja heute Mittag gemerkt, ne? Voll abgefuckt. Bin ich nicht. Ja, doch, hat man doch gemerkt. Nein. Ja, doch. Jo, oh. Ich bin offline, ne? Warum schickst du dann immer diese komischen Smileys? Also diese Fragezeichen? Ja, okay, André, bis morgen dann. Ja, warum? Warum machst du so eine Scheiße? Weil ich's kann. Ja, weil das unlogisch ist und unnötig. Richtig unnötig. Voll. Was? Was voll unlogisch. Richtig unnötig. Wie ist es denn dich? Was? Okay. Kommst aber auch nicht mal auf die Idee, alleine anzurufen, ne? Ja, also siehst du, man merkt direkt, Alter, dass du abgefuckt bist. So. Ich finde dich blöd.
Denkst du auch, ich wäre blöd, ich würde das nicht merken. Was? Jo, ist okay. Irgendwo am Apartment. Was hast du denn da unten? Merk doch, dass du komisch bist. Und sag nicht, dass du schlafen gehen wolltest. Und sag nicht, dass du schlafen warst. Du warst nämlich nicht schlafen. An den einen, am Freitag? Ist klar, da hast du einfach aufgelegt. Dann haben wir wieder versucht anzurufen, bist nicht rangegangen. Aha. Was wohl online? Komisches Bett. Freitag? Ja, boah, ist okay, du hörst ja wieder nicht zu. Ja, weil meine Mutter gerade mit mir geredet hat. Ah, ist okay. Meinst du schon noch Samba tanzen oder was? Weiß ich doch nicht. Ach, deine Reaktion kam jetzt aber schnell. Seit wann hat Sammy rote Haare? Keine Ahnung. Okay. LJ.
Ah, ich wünsch dir morgen viel Spaß auf der Arbeit. Mach das. Tschö. Fotze. Ist gemerkt, voll abgefuckt. Keine Ahnung. Stell dir doch geschrieben, viel Spaß mit deiner Laune. Boah, die haben einen großen Verkehrsübungsplatz, geil. Ja, ja. Boah, Junge, was ist das für ein Parkplatz hier? Guck mal, wie groß der Parkplatz ist. Alter. Ey, hier gibt's aber viele Wege zum Rausfahren. Hey, warum bist denn du da oben? Ich fahr hier unten. Hier hinten ist so ein Weg. Da, wo du gerade eben warst, da ist ein Weg. Hier unten auf dem Parkplatz. Hier hinten. Da, wo ich markiert habe. Ja, da muss... Du bist auf der Hauptstraße da oben. Du musst hier hinten hinkommen. Ja, dann musst du hier fahren. Fährst du so. Und hier hast du einen riesen Parkplatz. Hier macht auch meistens Julex immer Tuning-Treff. Komisch, da kommt nichts drauf zurück. Wo ich gesagt habe, viel Spaß mit deiner schlechten Laune. Ja, ich weiß, ich hab's gemerkt. Solange diese nichts tun, ist mir das egal. Hoch die Hände, Wochenende vorbei, Deutschland ist Ausländer, Ausländerland, deine Mutter ist Ausländerland, Vollidiot. Boah, die ist voll fett in der Fresse. Sollen wir ein bisschen abspecken gehen? Ja, in diesem Livestream von der. Die ist voll fett, ne? Hat aber voll die dicke Memmen auch. Die Push. Oh, schon wieder eine Anfrage. Alter Junge, geht mir nicht auf den Sack mit euren scheiß Fake-Anfragen. Ihr Fotzenköppe. Wo hängen die Bissbacken denn alle?
Einer ist mit dem Auto unterwegs, na hier, einer fährt mit dem Päckchen spazieren. Nee, nee. Der hat ein Auto geklaut. Der hat auch so ein CSO-Haus. Aber die sind alle außerhalb von der Stadt. Hauptsache, wir chillen hier wie so Penner auf dem Parkplatz. Ich hab mir einen Schlagring gekauft, Alter. Hey, jetzt habe ich auch noch einen Bullen am Arsch. Wow. Hast du dich an PlayStation angeschossen? Ich habe meine über PlayStation laufen lassen. Boah, Alter, die Käfer sind aber schnell. Haben auch eine geile Bremse. Ich? Scheiße, da kommen die Bullen, Alter. Alter, die Bullen kommen hier auf den Parkplatz, Alter. Scheiße. Fuck, Alter. Kein Tuning-Treff hier, Alter. Die haben mich gefunden, Alter. Nee, ich nehme deine Einladung nicht an. Ich bin selber als MC registriert. Warte. Ich tue mal meinen Mitarbeiter mit einstellen. Da kann uns keiner wenigstens keiner meine Einladung schicken. Ja, ich bin auf der anderen Straßenseite. Ja, verpisst euch mal, ihr Scheißbullen. Bullen, verpisst euch, wir wollen unser Tuning-Rennen hier zu Ende spielen. Ja, wenn du meinen Motor suchst, der ist hinten. Ja. Nett, Junge. Was hat denn hier? Schon noch Bullen am Arsch. Nur weil ich gehupt habe. Geil, ne? Ich tu hupen. It's LJT. Bullen am Arsch.
Hey there, it's your... Fuck, Alter, wenn die mich jetzt töten, Alter, ist mein Auto weg. Ja, ist klar, jetzt fährt das Auto mich auch noch um, Alter. Doch, ich stehe unter einer Brücke, Alter. Oh shit, Junge, jetzt habe ich drei Bullen am Arsch. Ja, Mann. Ich muss Lester anrufen, Alter. Weil die haben einen Helikopter und die Bullen kriege ich so nicht weg. I'm guessing you don't want a back rub. How can I help? Oh, hey, you're in trouble. Okay, I'll deal with it. Ja, ja, jetzt muss ich nur gucken, wie ich wieder nach oben komme. Aber warte mal, ich rufe jetzt mal meinen Mechaniker an. Ich darf mir ein anderes Auto liefern. I can't get your ride over there right now. Alter, willst du mich verarschen, du, und dann bringst du mir kein Auto her? Wichser. Nee, ich will ja nicht das Auto, ich will ja ein anderes Auto haben. Also ich muss gucken, wie ich hier hochkomme auf diese Straße. Jetzt ernsthaft links rumlaufen, Alter, dass ich hier hochkomme oder was? Scheiß Mechaniker, Alter. Jetzt bring mir mal ein vernünftiges Auto. Shit, sorry, I can't get there at the moment. Alter, willst du mich verarschen? Du Hurensohn. Für was bezahle ich dich denn, du scheiß Mechaniker? Zeig ich für einen Haufen Stück Scheiß oder was? Wichser. Sorry, da kann ich dir kein Auto hinbringen. Arschloch. Ey, ich bin in San Andreas, Alter, ja? Ja, Mann, ich bin da, wo der San Andreas angefangen hat. Und das Gangviertel hier ist. You need something, huh? One of your rides? Let me know. Du bist zu nah an deinem gewaltigen Fahrzeug. I'll bring it to you. Okay, jetzt ist mein schwarzes Auto weg. Ey, du bist ja gar nicht weit weg von mir. Was guckst du? Nee, nee, das ist weg. Ja, ich komme jetzt wieder. Mit anderer Auto. Wo fährst du denn jetzt hin? Ich wollte jetzt gerade eigentlich wieder zum Parkplatz fahren.
bin nämlich gerade auf dem Weg nach da. Ich stelle mich jetzt mit meiner gelben Karre hier hin. Oh, und jetzt kann ich Tuning machen. Guck mal. Jetzt machen wir das auf. Oh, voll der riesen Motor drin. Ne? Keine Ahnung. Nee. Nee, kriegst du keine RPs für. Ach, ist mir zu langweilig. Was denn? Ja, fahren wir das Auto irgendwo anders hin. Boah, ich muss jetzt gleich Shisha zu Ende machen. Ey, wir haben einen Gegner, glaube ich. Sehe ich gerade. Oder? Wo ist der? Ah, okay, der. Ja, der kommt gerade in die Richtung von uns, glaube ich. Oder? Fährt der lang? Ne, der fährt am Flughafen unten rum. Ich mach Tuning Treff am Eclipse Tower. Ey, da kommen die Bullen. Ja, wir fahren zum Eclipse Tower hoch. Ja, dann hättest du die dir markieren können. Normalerweise müsstest du das eigentlich wissen, wo das ist. Na ja, gut, dass ich das höre. Ich muss gleich meinen Verdampfer laden.
Ja, wir müssen mehrere Leute haben, Alter, die wenn dann Tuning-Treffen mitmachen. LJ. Da fehlt André bei, dann fehlt noch der Hase und noch andere Leute. Niemals. Mein Haus auch. Boah, ich gehe aber jetzt gleich auch raus. Raus, ja, raus. Aus GTA. Dann hole ich meine Hose vom Wäschespindel. Dann gehe ich mir noch was zu trinken holen. Dann gehe ich schnell duschen und dann gehe ich schlafen. Ich werde morgen Hause. Ja, vielleicht. Mal gucken. Ach, ich komme nicht. Kann man Arsch lecken. Ich mache jetzt erstmal Live-Übertragung beenden.